Und da sind wir mit Metro Exodus. Und ja, ich sag mal so, letzte Folge waren wir, ich glaube, da oben. Am Ende der Folge. Und jetzt sind wir hier. Ich sag mal so. Wir vergessen die Aufnahme auch zu starten. Oder ich hatte ein kleines Problem mit OBS, sagen wir es mal so. Aber ja, nicht viel verpasst. Der mein Psychopathen entdeckt. Im Rollstuhl. Okay. Blöde Scheiße erzählt. Und wir haben ein paar Banditen oder keine Ahnung, was das waren, mitgemacht. Okay, funktioniert ja nicht. Perfekt. Dann müssen wir mit dem Licht hier arbeiten. Nur das wird aber nicht angezeigt. Okay. Wir rennen. Wir rennen, wir rennen, wir rennen. Gott. Ja, nicht schon wieder. Wie konnte ich noch mal da? Okay.
Nachkommen. Noch weiter. Einigen. Haben wir hier Schaden. Der unsichtbare Strahl des Lasers erzeugt auf dem Ziel einen sehr kleinen Punkt, der nur durch ein Nachtsichtgerät zu erkennen ist. Machen wir dort King Korn. Bisschen Mund machen. So. Der ist draußen? Immer noch nicht. Der Bär scheint über uns zu sein, irgendwo. Alyosha. Verdammt, du lebst! Was bin ich froh, dich zu sehen. Und ich habe gerade die Aurora erreichen können. Sie sind besorgt, das verstehe ich auch. Das hier ist alles nicht so einfach, wie es anfangs schien. Komm, ich zeig dir das mal. Auf geht's, Artyom. Ich habe das Gefühl, wir brauchen die andere Muni. Hinter diesem Beton befinden sich Unmengen radioaktiven Sediments. Und das wird bald das Ende dieses Tals bedeuten. Weil der Damm kaum noch hält. Schau durchs Fernglas, wenn du mir nicht glaubst. Hier können wir nicht bleiben. Niemand kann das, ehrlich. Naja, siehst du
du diese Seilrutsche? Die Kinder haben sie gebaut, als damals noch nicht so viel durchsickerte. Da müssen wir hin. Der Alte sagte, die Aurora wird bald auf dem Damm sein. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, bei der Aurora stimmt das nicht. Anscheinend geht es anderen nicht sehr gut. Bald werden wir mehr wissen. Na los, Artyom! Verdammt, so viel Dreck! Mann, ich habe hier dieses fantastische Mädchen getroffen. Eine Hammerfrau. Sie heißt Olga, ist Ausbilderin. Alle haben Respekt vor ihr. Und sie ist sehr verständnisvoll. Hat mir geglaubt, als ich sagte, wir seien keine Feinde. Sie war diejenige, die mich aus ihrem Lager hat gehen lassen. Liebe auf den ersten Blick. Ich habe euch doch von meiner animalischen Anziehungskraft erzählt. Das ist der Beweis. Sie war so bezaubert von mir, dass sie mit mir spazieren ging. Und weißt du, das ist für mich etwas Neues. Ich habe mich nur ungern verabschiedet. Ich habe sie gebeten, mit uns zu kommen. Ich kann die anderen nicht zurücklassen. Sie ist so stark. Und jetzt muss ich nur noch an eins denken. Ich hoffe, Olga kann die anderen überzeugen zu gehen. Um dann selbst zu gehen. Ich mag dieses Gefühl nicht, Artyom. Ich habe dieses Tier gesehen. Ein Bär so groß wie ein verdammtes Haus. Lebst du noch? Was zum Teufel? Der mich nicht getroffen hat. Natürlich ist eine unsichtbare Mauer. Den Jump hätte er locker geschafft. Aber unversiegt war es ja. Frage ist... Sieht er mich? Oh ja. Oh, shit!
Irgendeinen Trick gibt's hier bestimmt. Nein, das wollte ich nicht. Gewaltiges Biest! Hilf mir, Artyom! Das Seil muss wieder auf Spannung gebracht werden! Spannung! Geschafft! Olga! Ich habe euch doch gesagt, sie sind nur auf der Durchreise! Bist du sicher, dass du nicht mitkommst? Tut mir leid, Aljoscha. Ich kann mich nicht einfach so auf- und davon machen. Egal, wie sehr ich dich mag. In diesem Fall sage ich lebewohl, schöne Frau. Ach, zum Teufel damit. Olga, ich komme wieder. Ich warte auf dich. Artyom, auf geht's! Mhm. Olga, vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Führe dich aus dem Tal raus. Da geht es gar nicht gut. Wir müssen los. Die Zeit ist knapp. Weder die Luft noch die Medikamente von unterwegs helfen hier noch. Die Krankheit ist viel zu weit fortgeschritten. Komm! Miese Brise. Schwert des Damokles. Wir waren alle ganz still, als die Aurora den vergifteten See entlangfuhr, der vom Damm gehalten wurde. Wir dachten, wir würden zurückkommen. Aber nachdem wir das Damoklesschwert gesehen hatten, das über dem Tal schwebte, wussten wir, dass es nicht sein sollte. Aljoscha ist besonders besorgt. Seine Olga ist dort. Vielleicht kann er sie per Funk warnen und die Menschen dort retten. Und was kommt als nächstes? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin bereit für alles. Alles außer einer Sache. Anna, bitte halte durch. Ohne dich habe ich keinen Lebenszweck, keinen Traum mehr. Umso mehr, weil es dir jetzt gut ginge, wenn da nicht mein Traum gewesen wäre. Ja. Bei
Weißt du, Atyam, als ich das Foto des Pazifischen Ozeans fand, wusste ich irgendwie, dass wir am Ende dorthin gehen würden. All diese Flüsse, Berge und Wüsten, das ist es einfach nicht. Entweder Meer oder gar nichts. Ich hatte gedacht, wir könnten es schaffen. Ah ja. Ich weiß, ich werde dorthin kommen. Und wenn ich Hilfe brauche, wirst du für mich da sein. Du wirst mich noch einmal retten, nicht wahr? Atyam, bitte. Hör auf, dich selbst zu quälen. Es tut schon weh, dir zuzusehen. Dir und Papa auch. Es ist nicht dein Traum und nicht sein Glaube an die Besatzungstruppen. Das ist einfach nur Schicksal. Ein dummes Stück Stoff im Wind. Vergammelter Beton. Ein idiotisches Munitionsdepot. Atyam, du solltest gehen. Ich gebe dir eine Spritze. Lass dir ein bisschen schlafen. Komm mal mit, Bruder. Es gibt was zu besprechen. Hey, lass die Arbeit mal für einen Moment sein. Komm zum Führerstand. Stefan, komm zum Führerstand. In Ordnung. Einen Moment. Keine Sorge. Alles gut. Anna ist so stark. Warum das? Olga. Bist du das so, Alter? Ich melde mich wie versprochen. Ich hoffe, du kannst mich hören. Geht es ihr? Tja, fang an. Wir haben Neuigkeiten. Anscheinend schlechte. Zeit gab es nie gute Neuigkeiten. Kein Wunder, schieß los. Ich denke, es wird kein einfaches Gespräch. Bis heute haben wir gedacht, dass diese Aufnahme von Novosibirsk nur ein Fehler war. Das stimmt nicht. Was ist denn damit? Laut Legende werden verstrahlte Zonen in Grünschattierungen dargestellt, während lila Bereiche Fehler anzeigen. Heute habe ich jedoch etwas Kleingedrucktes entdeckt. Die Sache ist die. Strahlungswerte außerhalb des Arbeitsbereichs des Scanners werden ebenfalls als Fehler dargestellt. Einfacher gesagt, die Strahlung dort kann auch außerhalb des Messbereichs liegen. Wir sind etwa 500 Kilometer von Novosibirsk entfernt. Und die Strahlung draußen ist fast so hoch wie in Moskau. Was zum Teufel haben die da abgeworfen? Die Aufnahmen sind 20 Jahre alt. Die Strahlung wird heute also nicht mehr so hoch sein, aber trotzdem herrscht in Novosibirsk sehr wahrscheinlich tödliche Strahlung. Und was machen wir jetzt? Das kann ich dir sagen. Atyam und ich werden gehen. Das ist nicht im Sinne des Ordens. Wir gehen gemeinsam. Oberst, bitte. Sie ist meine Tochter, seine Frau. Mein Wahn bezüglich der Besatzungstruppen hat sie in diesen verdammten Bunker getrieben. Und Atyam mit seinem Traum, er hat uns aus Moskau herausgezerrt. Also sind wir beide schuld. Trotzdem sind wir da auch. Wir sind ein Team. Wir sollten alle entsprechend handeln. Wir sollten alle gehen. Diskussion beendet. Dies ist kein Einsatz des Ordens. Das ist ein persönliches Ding von mir und Atyam. Wir brauchen keine Hilfe. Wir wissen nicht genau, wo die Medizin lagert. Sie könnte im Stadtzentrum oder in einem der Labore in Akadem Gorodok sein. Somit könnte Annas Leben auch in euren Händen liegen. Drittens und letztens. Wo auch immer wir hingehen, der Winter kommt. Und wenn die Aurora im Schnee stecken bleibt? Das können wir uns nicht erlauben. Erinnert ihr euch, was Jermak gesagt hat? Sag es bitte nochmal. Am Stadtrand befindet sich ein großes Eisenbahnmuseum. Dort können wir sehr wahrscheinlich einen Schneepflug für die Aurora finden. Eure Aufträge sind das Durchsuchen der Labore von Akadem Gorodok und das Bereitmachen der Aurora für den Winter. Team, bereit machen zum Einsatz! Außerdem wird ab sofort dauerhaft die Strahlung draußen überwacht. Sam, du machst den Anfang. Jawohl.
Ich denke, dass die tödliche Strahlung für uns eine gute Nachricht ist. Sie meinen, weil dann niemand die Drogerien und Krankenhäuser ausgeraubt hat? Genau. Im Gegensatz zu den Städten, durch die wir gekommen sind. Herr Oberst, der aktuelle Stand zu den Anzügen. Ja, wie sieht es aus? Ich konnte nur 2 Stück fertig machen. Siehst du? Die sind für Artyom und mich. Das ist Schicksal. Werden sie helfen? Naja, sie schützen vor Staub, aber die direkte Strahlung ist dort so hoch, dass sie vielleicht... Ja, kannst du den Schutz verbessern? Yarma kann bestimmt noch Bleifolie aufladen. Aber die Anzüge sind bereits recht sperrig und schwer. Wir wollen ja auch nicht auf eine Tanzparty. Wie viel Zeit wird uns das verschaffen? Ein paar Stunden. Nicht genug, glaube ich. Besser als nichts. Keine Sorge, das passt schon. War immer so. Ich werde die Kabine des Wagens auch mit Blei versehen. Also sollten Sie drin bleiben, solange Sie können. Danke. Dann leg los. Jawohl, Herr Oberst. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Das Risiko ist sinnlos. Beim Bahnpersonal der Hanse sind so viele Leute durch Verstrahlung gestorben. Aber wir sagen, bevor es da weitergeht, beenden wir hier die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten. Direkt im Anschluss. Also, haut rein. Du kennst sie doch.